Ein wesentliches Merkmal des Instituts für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück ist der Lebensbezug, nämlich der Bezug zur religiösen Praxis der Muslime in Deutschland. Dementsprechend haben wir am Institut einen Bereich, den wir als islamische praktische Theologie nennen. Und das ist ein Bereich, der für den Alltag der Muslime in Deutschland sehr wichtig ist, vor allem der jüngeren Generationen. Ich möchte gerne in diesem Zusammenhang zwei Schwerpunkte innerhalb der islamischen praktischen Theologie nennen, nämlich die Gemeindepädagogik und die Seelsorge. Gemeindepädagogik ist insofern wichtig, als wir uns in diesem Bereich mit den Prozessen der Wissensvermittlung beschäftigen, die in aller Regel in der Moscheegemeinde stattfinden. Und es ist sehr wichtig, wie wir uns diesen Prozessen widmen, worauf wir achten, welche Zielgruppen wir dabei ansprechen, in welchen Räumlichkeiten wir die Prozesse der Bildungsvermittlung oder des Wissensvermittlung gestalten. Denn auch als ehemaliger Imam kann ich bestätigen, dass es nicht einfach ist, dieselben Inhalte auf die unterschiedlichen Adressatengruppen anzubieten, sondern man muss auch didaktisch entsprechend vorgehen. Und das wäre die Aufgabe der Gemeindepädagogik, entsprechende Kompetenzen zu vermitteln. Und das ist etwas, was für die Jugendlichen, für die künftigen Generationen der Muslime in Deutschland sehr wichtig ist und wo wir am Institut für Islamische Theologie versuchen, solche Kompetenzen zu vermitteln. Ein zweiter wichtiger Bereich ist nämlich der Bereich der Seelsorge. Seelsorge an sich ist etwas, was traditionell im muslimischen, religiösen oder wissenschaftlichen Kontext nicht so bekannt ist. Allerdings hat die Seelsorge in Deutschland eine sehr lange Tradition, ist auch strukturell sehr gut aufgestellt, organisatorisch, wie auch in der praktischen Durchführung. Und da haben die Muslime insgesamt einen großen Nachholbedarf. Den Bedarf sehe ich vor allem im Bereich der Kompetenzen innerhalb der Seelsorge. Was bedeutet die Seelsorge überhaupt? Wann kommt sie zur Anwendung? Wie betätige ich mich als Seelsorger? Wie gestalte ich die Prozesse der seelsorgerlichen Arbeit, die Gespräche, die seelsorgerlich geprägt sind und so weiter und so fort. Das heißt, auch in diesem Bereich sehr lebensnah, sehr wichtig, weil wir alle mehr oder weniger mit vielen Schicksalsschlägen konfrontiert werden, mit außergewöhnlichen Lebenssituationen. Wir stellen dann in solchen Situationen auch Fragen, die theologischer Natur vielleicht sind oder existenzieller Natur insgesamt. Und mit manchen theologischen Erklärungen kommen wir den Menschen bei solchen Problemen nicht bei. Unsere Aufgabe wäre dann, mit den entsprechenden seelsorgerlichen Kompetenzen entsprechende Hilfe, Unterstützung zu leisten, den Leuten unter die Arme greifen, wenn sie wirklich Hilfe brauchen, und einen solchen Beitrag kann eine muslimische Seelsorge leisten. Fakt ist, dass es muslimische Seelsorge flächendeckend in Deutschland nicht gibt. Insgesamt betrachtet, aber auch nicht in unterschiedlichen Feldern des seelsorgerlichen Wirkens, in den Gefängnissen, in Krankenhäusern, in den Gemeinden und so weiter. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit, hier sehr viel zu bewegen, und vielleicht gibt es unter unseren künftigen Studierenden diejenigen, die als sehr gute Gemeindepädagoginnen und Pädagogen oder Seelsorgerinnen und Seelsorger ihren Beitrag insgesamt für die Betroffenen leisten können, für die Interessierten leisten können, je nachdem, in welchem Bereich sie tätig sind. Und wir am Institut werden uns sicherlich Mühe geben, wie wir das auch bisher getan haben, solche Kompetenzen entsprechend zu vermitteln und die Leute auf die Welt kompetent ausgestattet sozusagen zu entlassen.